Vögel. Machen, was sie wollen. Wo sie wollen. Und fliegen. Und fliegen. Sie scheinen sie zu beneiden. Mag sein. Manchmal schicke ich Sojus los, um sie zu verjagen. Ich könnte ihm stundenlang zusehen. Die Vögel haben Angst vor ihm. Aber das Federvieh kommt doch immer wieder zurück. Sojus? Sojus. Sojus ist ein wirklicher König der Lüfte. Ein schwarzer Engel im Kampf gegen diese gefiederte Pest, die das Kosmodrom befallen hat. Vogel? Es ist unglaublich, wie viele Vögel hier in den... Verzeihung. Mein Fehler. Aralbad? Ich muss mich dringend nach Aralbad begeben. Nur zu, Soldat. Ich bleibe hier. Die Reserve bewachen. All diese Flaschen. Verstehen Sie? Da braucht's einen Fachmann. Du hast dich wirklich dafür verdient gemacht, prädestiniert. Zeppelin? Als ich hier durch die Basis ging, habe ich einen beeindruckenden Zeppelin gesehen. Ein solches Objekt inmitten der Raketen. Komisch. Funktioniert es noch? Wozu war es gut? Das ist vorbei. Wir überfliegen nicht mehr die Ebene und die Berge bis zu den Stränden Aralbads. Und wir holen auch keine Sterne mehr vom Himmel. Wir sitzen am Boden fest. Aus der Traum, hübsche Genossin. Hier funktioniert also gar nichts mehr. Alles ist kaputt. Aber nein, alles in perfekter Betriebsbereitschaft. Ich mag ein alter Kosak sein, der allein trinkt. Aber verrückt bin ich nicht. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Nun gut, auf Wiedersehen. Ich geb's auf. Dieser Mann ist viel zu betrunken, um mir irgendwie weiterzuhelfen. Ich bin nicht betrunken. Hinüber. Das bin ich. Frage, was jetzt besser ist. Wodka? Na, der hat einen ordentlichen Zug. Komisch. Ich war mir sicher, dass hier noch ein, zwei Flaschen sind. Ich muss raus. Alles dreht sich. Was mich betrifft, bin ich nicht gerade startklar. Sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Eher nicht. Oh ja. Seien Sie vorsichtig. Sie könnten fahr... Da hat der Bums gemacht. Okay, jetzt liegt der Junge da drin. Was er hier an dem Kran ist. Oh, der Grafikfehler ist verschwunden. Aber... Da tut sich noch nichts. So ohne Schlüssel. Können ja hier nochmal hin. Da hat doch vorhin Wasser geplätschert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von da kommt. Also irgendwie so eine Berieselung oder so. Mal gucken. Und hier oben müssten wir, glaube ich, auch noch lang gehen. Ach so, jetzt können wir da gar nicht mehr dran drehen. Das ist ja jetzt doof. Okay, dann probieren wir es erstmal hier mit lang. Also, hier mit lang. Ich wieder gut sprech Deutsch. Da sind ja noch ein paar Treppen. Vielleicht ist ja was dieser Adler, der da so schreit, so Jus, werden wir ja vielleicht noch rausfinden. Da gucke an. Hier hinten, die Vögel, was haben wir hier? Das funktioniert wohl nicht. Weil? Das ist ja jetzt doof. Wir haben den Wodka und wir haben den Schraubenzieher.
Damit kann man nichts machen. Damit kann man nichts machen. Damit kann man nichts machen. Aber wir können den Wodka mal versuchen. Den habe ich jetzt nämlich ganz vergessen. Vielleicht können wir den unten mit unserem gefallenen Helden irgendwie kombinieren. Wodka. Nö, der ist hier. Der Typ ist hier irgendwie komplett im Standby, so wie es aussieht. Können ja hier nochmal in die Kapsel gehen. Vielleicht finden wir da jetzt noch was. Also wirklich. Ach, hier. Ah. Kosmodrom Komkolzgrad. Generaldirektion für Programme und Prototypen. Betrifft Programm XP25. Projekt Vorarlberg hinsichtlich der Tests für einen federbetriebenen Abschussmechanismus. Genossen. Aufgrund der Erkenntnis, die sich im vergangenen Jahr bei Ihren Besuchen des Kosmodroms gewannen, haben die Genossen Inspektoren von der Weltraumkommission der Regierung sich gegen die Fortsetzung des Projekts Vorarlberg Programm XP25 ausgesprochen. Hier die Schlussfolgerung. Erstens. Die Weltraumkommission ist davon überzeugt, dass die Arbeiten von Hans Vorarlberg zu keinem konkreten, die militärischen und weltraumtechnischen Interessen unseres Landes fördernden Ergebnis führen. Zweitens. Dass dieses Projekt unter zahlreichen Gesichtspunkten einzig dazu führt, uns lächerlich zu machen und dem Ausland ein armseliges Bild unserer nationalen Weltraumindustrie bietet. Drittens. Dass Hans Vorarlberg im Laufe der Jahre anhand zahlreicher unfruchtbarer Versuche eindeutig die Grenzen seiner Kompetenzen im Bereich der mechanischen Technik bewiesen hat. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir den definitiven Abbruch eines Programms verfügt, das heute als absurd erachtet werden kann. Gleichzeitig wird damit jegliche Zusammenarbeit mit dem Genossen Vorarlberg eingestellt. Die vorliegende Entscheidung wurde von der sowjetischen Regierung im Rahmen des Gesetzes vom 15. April über die Einstellung der Tests im Rahmen des Projekts Vorarlberg für einen federbetriebenen Abschussmechanismus, Programm XP25, bestätigt. Diese Maßnahme hat die vorläufige Schließung des Kosmodroms Komkolzgrad zur Folge, sowie unter Vorbehalt weiterer Maßnahmen die Entlassung der Testpiloten, die im Rahmen des Projekts Vorarlberg, Programm XP25, tätig waren. Komkolzgrad, den 21. April 1979, General Baljamushin, Kommandant des Kosmodroms. Also Hans war hier und hat ordentlich mitgearbeitet. Guck an, hier liegt noch Schlüssel. Schlüsselkran. Mhm. Dann haben wir ja was, wo wir den Kran hier draußen bedienen können. Schauen wir mal. So, Schlüssel ins Schlüsselloch. So, jetzt. Nee, runter. Nee. Ah. Und jetzt hoch. Ach so, nach vorne war das. Jetzt so drehen. Gucke an. Na, Junge, wieder nüchtern? Ah, was ist los? Oh, Wasser! Hören Sie sofort damit auf! Wollte mich ertränken! Na, dann mal hin zu ihm und schnacken.
Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Nur ein unangenehmes Erwachen. Mensch, Sie haben sich ja ganz schön volllaufen lassen. Das Gefühl habe ich auch. Es war nicht das erste Mal. Und auch nicht das letzte. Oh, mein Kopf. Reden Sie bitte etwas leiser. Tut mir leid, aber in Anbetracht Ihres Zustands war das die einzige Möglichkeit, Sie wieder zu sich zu bringen. Sehr wirkungsvoll, in der Tat. Sie scheinen mir eine sehr wirksame Person zu sein. Dann fragen wir doch nochmal nach der Mission. Ich bin mit dem Zug gekommen, aber leider hat er eine technische Panne. Ich muss aber unbedingt nach Aralbad. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht ein Fahrzeug leihen. Mann? Wer ist Mann? Doch nicht etwa Sergei Borodin? Doch, der war es. Der Direktor des Industriekomplexes da unten. Nehmen Sie sich in Acht, mein Fräulein. Dieser Mann ist geistig verwirrt. Mein Reden. Und solche Typen können sehr gefährlich werden. Er war es aber, der mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden, auch wenn Ihre Abneigung anscheinend auf Gegenseitigkeit beruht. Es interessiert mich nicht, was er von mir hält. Seien Sie vorsichtig. Das ist alles, was ich Ihnen raten kann. Okay, der Hans? Ich suche nach einem Mann, Hans Vorarlberg. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass er vor rund 20 Jahren hier vorbeigekommen ist. Hans? Sie wollen wissen, ob ich Hans kenne? Die wunderbarste aller Flugmaschinen dieses Kosmodroms ist sein Werk. Ah, der gute alte Hans. Und selbst wenn ich ihm eine große Enttäuschung zu verdanken habe, würde ich ihn gerne einmal wiedersehen. Wieso? Was ist denn passiert? Hans und sein Sternengleiter. Er hatte einen federbetriebenen Abschussmechanismus entworfen, der seine merkwürdige Rakete in die Stratosphäre schießen sollte. Eine revolutionäre Erfindung. Ich sollte gewissermaßen der Testpilot sein. Und dann, ein paar Tage vor dem Abschuss, ist Hans gegangen. Weg. Spurlos verschwunden. Das Testprogramm wurde eingestellt. Er ist fortgegangen? Ohne Erklärung? Ohne zu sagen, wohin? Sein Traum war es, die Sterne zu erreichen, nicht Bomben abzuschießen. Eines Tages begriff Hans, wozu sein Abschussmechanismus in Wirklichkeit dienen sollte. Hier haben die Generäle das Sagen, verstehen Sie? Hans war zutiefst enttäuscht, als man ihn mit dem Projekt der Installation eines nuklearen Sprengkopfes auf seinem Sternengleiter betraute. Und so ist er gegangen. Gute Entscheidung. Wenn alles soweit bereit war, warum haben Sie dann nicht versucht, die Maschine selbst zu bedienen und loszufliegen? Hier hat nie jemand die Maschinen von Hans durchschaut. Es waren Utopien, verstehen Sie? Und Utopien können nur in enger Symbiose mit dem funktionieren, der sie erschaffen hat. Ohne Hans war die Reise ins All unmöglich. Heute reise ich auf meine Art. Ich beginne die Funktionsweise der Erfindungen von Hans Vorarlberg ansatzweise zu verstehen. Wie sah die aus, von der Sie sprechen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin nur ein Soldat, mein Fräulein, kein Ingenieur. Ist schon interessant, wie so eine kleine Wasserdusche ihn jetzt hier wirklich zu vernünftigen Gedankengängen bewegt. Wir fragen nochmal nach dem Zug. Meinen Sie, dass ich meinen Zug im Bahnhof von Konkolzgrad stehen lassen kann? An Ihrer Stelle würde ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Das werde ich auch tun, sobald mir der Direktor die Hände meines Automaten wiedergegeben hat. Aber dafür muss ich zunächst nach Aralbad. Dann verlieren Sie keine Zeit und holen Sie sich schnell wieder, was Ihnen gehört. Bei solchen Leuten kann man nie wissen. Sie mögen ihn wohl nicht besonders. Ich muss zugeben, dass er seit seinem Unfall ziemlich sonderbar ist. Seitdem meide ich ihn und Sie sollten es mir gleich tun. Ich habe keine Wahl. Vogel? Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es hier so viele Vögel gibt? Es sind die Metallstrukturen, die Sie anziehen. Und außerdem haben Sie hier Ihre Ruhe. Daher werden Sie auch immer zahlreicher. Manchmal schicke ich Sojus los, wie in der guten alten Zeit. Sojus? Der letzte Königsadler im Dienst. Die einzige Möglichkeit, dieses verfluchte Federvieh vor dem Raketenabschuss zu verscheuchen. Adler auf Sie loslassen, um Ihnen Angst zu machen. Sie hätten das sehen sollen. Der gute alte Sojus löst immer noch eine ordentliche Panik aus. Okay, Aralbad? Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Aralbad. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesende Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus.
Mhm. Zeppelin? Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel. Danke. Mhm. Na dann, tschüssen. Danke für Ihre Hilfe. Und entschuldigen Sie nochmals die etwas brutale Wegaktion. Es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Saufen strengt ja auch so an. Dann gehen wir mal zum Zeppelin. Husch, husch, die Treppe hoch. Schlüssel für den Zeppelin und hinein. Guten Tag. So, der macht hier gerade ein schönes Nickerchen und wir ziehen einfach mal am Hebel. Das funktioniert wohl nicht. Mhm. Habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass der Weg wieder umsonst war. Hier ist nichts mehr. Kein Hebel, kein Rad, gar nichts. Dann gehen wir wieder. Gut, was machen wir jetzt? Wir können ja nochmal zu diesem Kontrollzentrum hier hinten und mal schauen, ob da noch irgendwas passiert. Ach, da ist er ja wieder. Ich spreche ihn einfach nochmal an. Vielleicht kann er uns ja was wegen dem Zeppelin sagen. Ach, da sind sie ja. Ich habe sie gesucht. Hm? Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie warum? Apparat kaputt. Vielleicht. Ich habe da so eine Idee. Aber Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt, habe ich recht? Jupp. Oh, sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sternengleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Einverstanden? Deal. Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Na dann? Also, was machen Sie denn da? Das dauert ja Ewigkeiten. Ich tue mein Bestes, glauben Sie mir. Entschuldigen Sie meine Ungeduld. Sie müssen das verstehen. Ich habe so lange von diesem Moment geträumt. Ja, fährt's mir nicht so an, du Vogel. Okay, dann gucken wir nochmal hier oben. Gehen wir nochmal hier hin. Jetzt war ja die... Das Teil hier klemmt. Ja, warum denn eigentlich? Das Teil hier klemmt. Aber warum denn? Da kann man nichts machen. Aufgezogen ist er. Aber hier tut sich ja wirklich nichts. Das Teil hier klemmt. Ja, das sagtest du ja schon mehrfach. Also hier ist wahrscheinlich nur on-off. Das Teil hier klemmt. Hm. Hm. Was ist das denn? Ach, hier. Okay. Kabellose? Tut sich nichts. Aha. Jetzt, was ist das denn? Ein Blutprobenapparat.
Na, das Ding dürfte ja explodieren, wenn er hier eine Blutprobe abgeben müsste. Schauen wir mal. Aha. Hochgehoben. Nrznik Nawuski. Oder so. Verfahren abgebrochen, okay. Was hier? Drastguski-Wubutski. Blutprobe erforderlich. Verfahren ab. Okay, dann setzt man erstmal wieder. Achso, gut. Dann brauchen wir anscheinend hochheben, Blutprobe drehen und hier ist Feuer frei. Okay, dann erstmal raus und wieder runter und dann muss er uns irgendwie einen Tropfen Blut geben. Aber wahrscheinlich könnte man sein Blut auch aus Raketentreibstoff hernehmen. Ah, jetzt bewegt sich das hier um. Machen wir mal so. Herr Boris, ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Aha. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein. Verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Boah, weißt du das? Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken.